Wir müssen sie ein bisschen auf. Und wann muss ich das machen? Am Schluss, wenn ich, also wenn ich das Gespräch. Sie kommen mit dem Tuch und dem. Ich gebe ihm die Hand. Und dann kommen sie während dem Gespräch mit dem Tuch. Und dann sage ich, ja, Herr Bell. Sagen sie, zum die Hände abputzen. Dann nehme ich das. Und dann sagen sie. Und dann sage ich, was ist denn das da? Dann sagen sie, das Geschenk für den Pilot. Gebe ich dir das mit? Das gehört dem Oli, muss es zurückgeben, braucht es noch. Wo muss ich denn hin? Mit der Neuen? Markus! Ja, gleichfalls. Ja, wir machen die gleiche in dem Fall. Ja, das rufen sie immer. Oh oh. Punkt. Wie lange geht La Bamba? 46 Sekunden. Sie können ja La Bamba mehrfach spielen, oder? Nein, aber Sie spielen mehrfach La Bamba, oder? Ich probiere es. Ich sage, wenn, ihr müsst halt parat sein, ich sage mit der Band, oder? Ja, klar. Wir sind immer parat. Die Kamera, du, hör mal, die Kamera sollte erst auf die Band schwenken, wenn sie schon spielt, oder? Yes, sir. Ja, ja, ich probiere es. Ich habe so über, also wirklich, wenn ich es positiv sage, ich habe es nicht im Griff. Aber wirklich gar nicht. Habe ich den Take da. Oh, kann ich noch schnell das Bild auf dem Monitor? Vom Touchscreen? Jawohl! Und so? Ja. Denken Sie nicht aber so wie ich über den Sorgen. Ich komme nicht raus, aber ich mache es einfach so. Schön sind Sie wieder da, aber hören Sie, wenn Sie uns Briefe schreiben, überlegen Sie vorher etwas, nicht so wie Margrit Stübi und Ihr Alexander, mein 5-jähriger Sohn, würde gerne in Ihrer Sendung Ventilomeletten backen. Er wirft sie in die Luft und fängt sie wieder auf. Bitte rufen Sie mich an, falls Sie den Vorschlag gut finden. Der Kleine würde in Ihrer Sendung sicher auflockend wirken. Schauen Sie. Herr Stübi, ich finde es sehr charmant, dass Sie das machen wollen. Sie sind sicher auch eine attraktive Frau. Aber Ihr Sohn mit seinen Omeletten, da, die Teigsauerei, machen Sie das nicht bei uns, sondern vielleicht bei jemandem von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn jemand die Omelette wette, kann er am Morgen bei Ihren anrufen, 01 634 37 01, das ist an der Universität in Zürich, Direktwahl.
kann man also jederzeit anrufen. Und der Sohn, der die Omelette zur Festbereicherung umwirft, kann man dort abrufen. 634 37 01. Schauen Sie, dass das Fest nicht zu spät ist, weil der Kleine muss ja auch in die Ferien. Ich habe ja das schon gesagt in unserem Hinweis. Danke vielmals, Herr Paul, auf die Sendung. Wir haben das Filippo Lüttenegger Ohrpopel Set, wo wir gerne würdet einem Zuschauer oder einer Zuschauerin schenken. Einfach so als Preis. Es ist noch nicht signiert und es ist auch noch nicht gebraucht. Was ein Vorteil ist, Sie mögen sich ja daran erinnern, der Herr Lüttenegger ist der charmante, junge, aufstrebende Fernsehdirektor, der ab und zu in den Ohren rein, sehen Sie, schauen Sie vielleicht mal da, das ist da die empfindliche Stelle, wo er gille, und hin und her. Er macht das, das ist so eine Marotte von ihm. Er tut immer in den Ohren rein. Ganz selten tut er dann noch eine Kostprobe, eine Degustation. Aber so. Und das macht er also in mehreren Sendungen, wo man ihn sieht, macht er das. Und das Set, das also er eigentlich auch nicht braucht, das man bestellt hat, das Set, das er nicht braucht, das würde mir also sehr gerne verschenken. Frau Bühler ist am Telefon. Sehe ich das richtig, Frau Bühler? Jawohl, guten Abend. Grüezi wohl. Ich habe angerufen, weil ich wieder mal sagen wollte, dass ich wahnsinnig Freude hätte, wenn Sie wieder mal einen fremdsprachigen Touch in Ihre Sendung bringen. Ich mag mich erinnern, vor langer Zeit haben Sie so mal auf Englisch etwas kommentiert. Ja, das ist eine ganze Sendung, es war nicht nur kommentiert. Oh, Entschuldigung. Ja, also es ist natürlich gut, es war nicht wirklich sehr professionell, aber ich habe es immerhin probiert. Ja. Das finde ich eine ganz gute Anregung. Manchmal hat man das Gefühl, die Fernsehmoderatoren denken auch, normal schon Fremdsprache reden, wenn sie reden, weil es versteht ja niemand, was sie sagen wollen. Ja, aber ich hätte gerne etwas mal Französisch oder Italienisch, vielleicht Spanisch. De nada. De nada, arrivederci. Ja, aber das ist nicht Italienisch, das ist Italienisch und nicht Spanisch. Wollen Sie original signierte, live signierte Autogrammkarte vom Herrn Rubli? Nein, das ist mir zu schweizerisch. Mit dem Rubelbar, den können Sie wegrubbeln. Wollen Sie nicht? Ein Scratch and Sniff Rubbelbad und wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie noch ein VW Polo. Ja, das ist eben eigentlich das Thema unserer heutigen Sendung. Hoppla, ja, das habe ich jetzt aber nicht so wollen. Ups, ein Karrieresprung vom Herrn Rubli, das ist das Fanbild. Alex Rubli, begnadeter Wetterfrosch. Muss ja manchen Frosch küssen, bis ein Prinz aus ihm wird. Sie haben das vielleicht im Blick gelesen. Der Herr Rubli und der Herr Bucheli haben ja. Die Farbe ist in Unsicherheit leider. Es ist schwarz-weiß. Ja, kann man es auch aufs Ohr sagen? Muss man gerade die ganze Sendung stören? Das muss sie machen. Gut. So wichtig. Also, Sie haben offenbar. Bildausfall ist uns aber gleich. Der Herr Rubli und der Herr Bucheli haben ja miteinander ein Verhältnis. Das haben Sie im Blick können lesen. Und das ist nicht nur platonisch, sie haben sich geoutet und wir haben Bilder dazu beschafft und die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Da sind sie. Rein schon von der äusseren Scheinung habe ich gefunden, das ist irgendwie ein total sympathischer Typ mit seinem Schnauz und so, mit seinem Lächeln auf den Stockzähnen. Und wir haben uns auch relativ rasch wirklich gefunden auf einer persönlichen Ebene. Finde ich gut. He? Finde ich gut, wenn heutzutage so eine Fernsehprominenz einfach sich outen und sagen, jawohl, ich bin schwul. Finde ich gut. Es gibt viel zu viele, die hier rumdrucken und dergleichen tun, wie wenn es nicht wären. Ja, und wir können noch weiterhören. Wie geht es in so einer Beziehung? Haben die einmal Stress miteinander? Kann man sagen, ja. Wobei, das ist... Das sind immer ein Herz und eine Seele. Wie geht das? Wäre der laut oder schreit aneinander? Wie geht das? Jetzt ist der interessante Moment. So Reibereien. Reibereien. Nein, also wenn sie Streit haben. Wie geht das? Werden die laut untereinander oder nicht? Ist es wie in einer normalen Hetero-Beziehung, dass sie einfach einander das Geschirr um die Ohren rühren? Nein! Hören Sie, was er sagt? Nein. Ja, doch, meinst du? Ja. Also Moment, der eine sagt nein, der andere sagt doch. Oder schreit er aneinander an, wie geht das? Nein. Der Herr Bucheli, wie immer, wenn man ihn am Schirm sieht, wir kennen es vom Wetter, lügt er! Bucheli lügt, weil Rubli sagt doch. Ja, doch. Mein ja. Telefon haben wir. Ja, wir haben einmal eine Person gehabt, wo es hart auf hart gegangen ist. Wenn sie, was hart auf hart gegangen ist.
Das ist eben. Sie haben dann nachher haben sie noch scharfe Mails austauscht. Kann ich Ihnen sagen, Sie sind nicht die Einzigen, die hier die scharfe Mails austauschen. Und etwa zwei E-Mails, die ich mal letztens wieder gesucht habe, gesehen, dass wir zwei scharfe E-Mails austeilt haben. Zwei scharfe E-Mails. Wollt mal wissen, was auf diesen E-Mails zu sehen war. Wir haben übrigens unsere Ventil Showband. Ein Applaus für unsere Ventil Showband. Und los, Jungs! Ich glaube, wir können zum Schluss kommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben also die beiden Wetterfrösche hier. Es ist ja so, dass in dem Fernsehen kreuz und quer miteinander, also Männlein und Weiblein, und wir haben hier die beiden Wetterfrösche, die sich jetzt also geoutet haben. Und die Frage ist natürlich, wer tut so etwas überhaupt ins Programm nicht tolerieren? Das ist der Mann da. Was für einen enormen technischen Aufwand auch so einen kleinen Antennenfilm braucht. Wer ist das? Preisrätsel? Nein, rufen Sie nicht an. Wir haben es selber herausgefunden. Es ist niemand anders als unser Chef, der Herr Schellenberg. Da allerdings noch zu einer Zeit, wo er noch nicht Linke war, sondern Zentralsekretär bei der städtischen SVP. Er hatte da noch die Krawatte angehabt und er hatte da die typische SVP-Frisur. Das war, bevor er seine Frau kennengelernt hat und sie seinen Haarschnitt übernommen hat. Sie können das vielleicht gerade noch mal da sehen. Das ist das Bild von heute. Er hat sich gemacht, er hat sich entwickelt. Und Sie sehen hier typisch, von schwarz ist die Krawatte zu rot gewechselt. Und das ist natürlich ein klares Indiz auf die politische Gesinnung. Herr Stöcklin, Sie sind der Chef von dem Unterhaltungsprogramm. Was wünschen Sie, Herr Stöcklin? Herr Stöcklin? Sie sind ein verstockter junger Mann. Schade, dass wir nicht miteinander reden können. Nun gut, Sie haben ja vielleicht auch die Zeitung gelesen in den letzten Tagen und Wochen. Und da war ja der leidige Vorfall mit dem Swissair-Pilot, der im Central Park in New York in einem öffentlichen Gebäude, gemeint ist damit ein Pissoir, also sich unsittlich entblößt hat. Und ich möchte den Satz vorlesen. Konkret soll der Pilot dort onaniert haben. Steht im Schweizerische Tagesanzeiger. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt so ein junger Mann, ein Pilot, dazu, in einem Pissoir im Central Park zu onanieren, wo er doch weiss Gott auf dem langen Flug Zeit gehabt. Wir wissen ja, die meisten Piloten sind Alkoholiker. Und wir haben jetzt den Mann hier bei uns im Studio und ich möchte ihn begrüßen mit einem warmen Melodei. Grüezi wohl, Sie dürfen auf Ihren Platz gehen. Wir haben abgemacht, dass ich Sie nicht beim Namen nenne. Jawohl. Aber ich finde es sehr nett, dass Sie, also ich würde sogar sagen mutig, dass Sie zu uns hier ins Studio kommen. Weil Sie haben ja mit Ihrem Arbeitgeber, sagen wir mal, grössere Schwierigkeiten bekommen wegen dem besagten Vorfall. Könnten Sie den etwas freilegen? Der Vorfall? Ja. Also es ist gar nichts passiert natürlich. Das wissen Sie ja wahrscheinlich. Das, was hier in der Zeitung steht, das ist frei erfunden, wie immer. Man kennt ja die Medien. Man hat gesagt, Sie hätten müssen. Also ich war am Joggen und ich habe... nein. 45 Dollar Buße steht da. Sie sind dann aus der Haft entlassen worden. Ich meine, das ist ein riesiges Missverständnis natürlich. Ich muss jetzt gleich ein bisschen hart fragen. Ich meine, Sie haben ja auf so einem Flug 228 Passagiere an Bord, der geht 12 Stunden. Sie sind in dem Cockpit eigentlich auf sich mehr oder weniger allein angewiesen. Warum wird die Zeit dort nicht genutzt, um onanieren? Warum trinken Sie dort den Alkohol? Ich trinke schon längere Zeit keinen Alkohol mehr im Cockpit. Im Cockpit habe ich nie Alkohol getrunken natürlich. Nein, das ist einfach eine Verleugnung. Und, im Cockpit hat man eine riesige Verantwortung, das wissen Sie. Und das wird natürlich nie vorkommen, so etwas, was jetzt da unterstellt wird. Ja. Also man sagt ja, der Pilot hat ja so einen Stellenwert, das ist so wie der Halbgott in weißen Arzt, oder? Wo der irrsinnige Verantwortung hat. Und man legt sein Leben dem quasi in die Hände und in den... Sind Sie Linkshänder? Rechtshänder? Ich bin Linkshänder, ja. Selbstverständlich. Und jetzt denkt man sich natürlich, wenn man die Zeitung liest, ja, sind tatsächlich alles, entschuldigen Sie, wenn ich das so konkret sage,
Wichser dort in dem Cockpit rein, wo denen, also wir unser Ding anvertrauen. Herr Baumann, hören Sie, auch Piloten sind Menschen. Das ist nun einfach eine Tatsache. Und ich weiss von vielen Kollegen, die Probleme haben mit dem. Aber früher war doch das Bild vom Pilot das, wir haben übrigens gesehen, immer noch schwarz-weiß Bild. Ich möchte mich entschuldigen. Und Regie sagt man es wieder. In einzelnen Regionen von der Schweiz ist irgendwie, wegen der Swisscom, ist das Bild nur noch schwarz-weiß da. Aber das spielt ja keine Rolle bei diesem bunten Thema jetzt. An sich war ja Pilot immer der, wo man das Gefühl hatte, der geht in eine Destination Rio oder Bangkok oder New York, steigt aus und leitet sich auf die nächstbeste Stewardess drauf. Stewardessen gibt es nicht mehr. Wir haben nur noch Flugbegleiter. Ja, Flugbegleiterinnen. Jawohl. Ja. Aber ist es noch so, ist es noch ein Traumjob in dem Sinn? Oder es nur ist ein Blowjob? Es ist ein Traumjob, ja. Eindeutig. Aber mit allem anderen hat das nichts zu tun. Und ich bin erschüttert, was ich jetzt hier über mich muss schauen muss. In der ganzen Zeit auch bei den Swissair. Sie haben viel Feedback gehabt. Ich habe gesehen, Sie haben jetzt. Wie muss man es sehen? Sie sind jetzt mit der grossen Uniform, da sind Sie quasi beurlaubt? Oder wie das ist, Sie werden verstehen, das ist ein laufendes Verfahren, das jetzt im Moment im Gang ist. Und Frau Chant kann Ihnen hier bestens Auskunft geben, wenn Sie etwas möchten wissen. Ich glaube, für unseren Bedarf lange das. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen danken. Es ist mutig, dass Sie hierher gekommen sind. Der Herr Paul hat noch ein Geschenk für Sie. Vielleicht können Sie das dann brauchen. Das ich Ihnen geben. Das ist irgendwie, muss man das dann so zusammen machen. Ich kenne das wieder weniger. Sehr nett. Kann man das vielleicht dann brauchen in einsamen Stunden. Hotel Sie das Gümmeli müssen Sie gut anziehen, weil die Creme macht natürlich alles glitschig und dann nicht, dass Sie ausrutschen. Gut. Also, ich danke Ihnen vielmals für den Besuch. Und danke, wir machen auch weiter. Merci mit dem Herrn Merz. Herr Merz. Jawohl. Sie sind dran. Jetzt kann ich gerade den Pilot noch etwas fragen. Schade, ist er schon weg. Kann man ihn abholen? Ich weiß nicht, ob er ihn noch abholen kann. Ich wollte wissen, ob das eventuell an der Emanzipation von der Stewardessen liegt, dass sie jetzt neuerdings in die Toilette steigen im Central Park. Also Emanzipation von der Stewardessen, dass sie sich quasi wie frei fliegen? Ja, dass jetzt die Stewardessen emanzipiert sind. Ja, ich kann Ihnen, also das ist, übersteigt jetzt eigentlich gerade meinen Kompetenzbereich, das werden Sie verstehen. Ich persönlich habe es sehr schön gefunden, dass er überhaupt daher kommt. Ich habe eine Pilotfrage, ja, no, das ist Sport. Ja, danke, dass okay, Sie, möchten Sie ein Autogramm vom Herrn Rubli? Nein, ist okay, danke schön. Wir haben da ganz viele Autogramm. Ein Wettbewerb? Gibt kein Wettbewerb mehr. Ja, nein, jetzt machen wir glaube ich lieber mit diesen Autogramm vom Herrn Rubli. Also ich habe da, habe ich jetzt das schon eingestellt? Nein, ich bin da beim Herrn Schellenberg noch hängen geblieben. Vielleicht möchte der Herr Thome noch etwas sagen. Frau Thome, Sie sind. Ja, das ist die Frau Thome. Ja, ich habe es gesehen, Entschuldigung. Ja. Nein, das ist Mare von Bern. Ja, jetzt Mare oder Thome? Mare Thome. Ah ja, gut. Ist ja gut, hä? Mama, ist gut. Ja, lass jetzt, also zuerst mal weg, wenn man auf den Piloten überhaupt eingehen will. Ja. Also ich finde es schön, dass die Männer dermassen emanzipiert sind. Dass sie in ihren 5 Minuten, wenn sie Piloten sind, die fast keine Freizeit mehr haben, wenigstens schnell, ja, eins kann ich wechseln. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was Sie meinen, aber Sie sind ja nicht 5 Minuten, sondern Sie sind ja 12 Stunden nach New York unterwegs. Dann hätten Sie auch Zeit, um miteinander mal reden, etwas in der Gruppe vertiefen. Ja, aber nachher wird das auch wieder breitgeschlagen, wenn Sie das zweite Mal. Ich glaube, wenn Sie im Cockpit rein. Das ist ja, das Motto ist ja eigentlich bei diesen ganzen Ländern, wir fliegen durch die Lüfte, Vögeln gleich. Und, ja, alle reden von Vögeln, wir fliegen. Also ich finde das eigentlich noch gut. Ja, aber eben, ich meine, man sollte das nicht so eng sehen. Nein, ich finde, man sollte es nicht eng sehen. Was ich aber sagen wollte, hat Autogramm nichts vom mit den Piloten zu tun. Ich will doch kein Autogramm vom Buchli. Mir reicht es, wenn ihr das richtige Wetter sagt. Ja. Ich glaube, das Autogramm ist einfach rüberzukommen. Deine Sendung, denke ich, ist schon gleich vorbei. Und du hast nie Sozialarbeiter dran genommen. Ich glaube, die Sozialarbeiter als Spezies, die haben, glaube ich, genug mit sich selber zu tun. Bist du Sozialarbeiterin? Nein, ich habe mit ihnen zu tun.
du mir, du. Nein. Du, aber nein, los jetzt, nein, halt jetzt. Du hast, also wenn das, ist das wahr? Du hast einen Flug verdient. Mensch. Nein, du musst dich doch einmal entspannen. Es ist ja unglaublich. Wie heisst du? Ich bin Marit Domet von Bern. Marit Domet. Ja. Strasse. Strasse. Schweizer. Soll ich mir das Billett schicken oder nicht? Mit der Helvetik-Tour nach Kreta, jetzt oder nie? 3203 Mühlenberg. Und die Strasse hast du gesagt? Bern, bei Bern. Haben wir die Adresse auf sicher? Brandstrasse. Hast du schwarzes 12. Bild? Brandstrasse 12, also ich mache mich da öffentlich, hä? Ja, du die Auto. Los, jetzt haben wir es aufgeschrieben, Mühlenberg. Hast du auch schwarz-weißes Bild? Jetzt farbig. Ah, dann bin ich froh. Es hat also nur in einzelnen Regionen Ausfall gegeben. Und weil sie so nett das Thema Wetterfrosch angebracht hat, möchte ich gerne an dieser Stelle ganz schnell den Wetterfrosch-Rubli bei der Arbeit zeigen. Schauen Sie gut zu. Ja, das ist bestens. Komm, anfangen. Anfangen. Offizielle Wettersendung vom Schweizer Farbfernsehen. Guten Abend. Ich habe eine Sinnkrise. Haben Sie Ihre Sinnkrise? Jetzt sehen wir hier etwas Interessantes. Schauen Sie mal, das kommt daher, wenn der Mann, da, wenn der Mann ein blaues Hemd anhat. Die Technik heisst Blue Box. Und wenn man ein blaues Hemd anhat, dann ist einfach alles, was blau ist, geht durch. Da kann man jemanden irgendwo in eine Gegend rein, ich sage jetzt mal, montieren. Sie sehen also, dass da die ganze, im Prinzip ist das jetzt da Frankreich und ein Teil von England, durchin durchzieht. Gehabt. Ist das gut da? Und natürlich, im Gegensatz zu einem, ich meine, Sie müssen sich vorstellen, ein Wetterfrosch, der braucht noch weniger Qualifikationen wie ein Moderator. Und so ein Wetterfrosch, das ist ja klar, dass der auch nach 5 oder 10 Jahren noch nicht weiss, dass er ein blaues Hemd unter gar keinen Umständen darf ziehen, wie er sonst wie ein Klon aussieht. Aber er weiss es noch nicht, darum tut ihn die Regie darauf aufmerksam machen. Er merkt, es stimmt etwas nicht. Und probiert es nochmal. Die Frühlingssonne. Die Frühlingssonne. Drüb. Hast du noch ein bisschen Farbe beide? Und jetzt sagt der Regisseur los, wir müssen dem das beibringen, dass es nicht geht. Er kapiert das selber nicht. Wir müssen jetzt einfach wirklich quasi transparent machen und man tut einen Farbbalken hinlegen und sagt, laufen mal dort durch. Das kann grün spritzen, Sömmli. Psst, was? Das gleiche Blau, das geht nicht. Das geht's nicht? Ja, was hinten? Also, Stanz, oder was? Ja, ich sehe nichts. Aha, ja, aber jetzt vorne ist es ja gegangen, oder nicht? Ja, nein, wenn blau drin innen ist, ist es blau. Und wenn es gelb drin innen ist, ist es gelb. Gott verdammt, geht's nicht? Machst du keine Hände bei mir? So viel fürs Erste von unserem Kollegen Alex Rubli, wo mit einem ganzen Stapel Autogrammkarten hat und Ventilband, wo. Nein, jetzt hängt es mir aber raus. Was ist denn das für ein Kabis da? Das glaubst du ja nicht, hey. Das ist kalt gemacht. Alles, was recht ist, hängt es da raus. So, ich glaube, wir können weitermachen mit einer Betrachtung von der Arbeit vom Herrn Rubli. Passen Sie gut auf, wir haben hier die Temperaturkurvenverlauf im Bereich Kloten. Was hat er dazu zu sagen? Gut aus. Man merkt, er hat jetzt ein schwarzes Hemd an. Oh, wie tut mir das gut, wenn ich doch eine Sinnkrise habe. Ich bleibe für immer und ewig Meteorologe. Also. Freudscher Versprecher, Meteorologe. Und jetzt man sieht man hier noch die Tageswetterkurve. Gut, es ist natürlich schwer, wenn man da hat Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dass man auf die Idee kommt, es könnte eine Woche sein. Die meisten sagen dann spontan sagen, Tageswetter. Das macht auch er so. Lüge. Also im Laufe des Tages, im Laufe der Woche entsteht der Temperaturrückgang. Also nochmal, das war zum Üben.
Panzergrenadier Rubli. Run! Gehen Sie run! Ich habe sie nicht einmal zum Gefreiten gebracht. Also der Psychologe würde sagen, verhaltensoriginell. Bis verhaltensauffällig. Das ist das, was wir natürlich nicht sehen als Zuschauer. Wir sehen nur das Wetter, aber wir sehen dann, weil das Wetter nicht stimmt, dass etwas nicht stimmen kann. Das ist eigentlich in der Regel so. Herr Müller! Herr Müller, sind Sie am Telefon? Nein, Toni. Oben, da ist der Toni. Ja. Zwei ganz wichtige Sachen. Ich hoffe, dass man aber nicht die Ebel durchtust, gell? Es ist so. Also, Benissimo, da ist ein grosser Mangel an Humor und wirklich etwas zum Lachen. Also ich finde die ganze Sendung zum Lachen. Ja gut, abgemacht. Hm. Und zweite Sache, Samstag, Jas. Dass das vorkommt, dass zum Beispiel Jasseri, bevor sie gekartet haben, nicht in die Hände spürt. Das ist sehr eine grusige Sache. Ja und gut, drittens, das ist damit mit Schindeln besser kleben, das musst du natürlich sehen. Ja gut, richtig, ja. Jasschindeln. Also, da finde ich, bist du jetzt ein bisschen anstrengend. Und drittens, Kreta, wer wäre das mal etwas für mich? Also, ciao. Was spinnt der eigentlich? Kreta? Glaube ich ja gar nicht. Ich würde versuchen, wenn Sie im Moment Zeit haben, zu der Frau Fasnacht, weil jetzt gerade das Stichwort gefallen ist mit dem Jas, würde ich schnell die Frau Fasnacht suchen. Da. Die ist bei 3.20. Das ist halt in der Live-Sendung, können so Sachen passieren. So. Da haben wir die Frau Fasnacht. Frau Fasnacht, eine begnadete Reiterin, tut sich jetzt da in die Richtung bewegen. Und was stellen wir fest? Frau Fasnacht bewegt sich da auf das schwarze Loch zu. Was interessant ist, sie reist da eigentlich in eine Reitverbotszone, wie sie für Fußgänger vorgesehen. Aber sie macht das gleich. Und jetzt passen Sie auf. Man sagt ja immer, die Frau Fasnacht habe eigentlich keinen Hals. Falsch. Sie hat einen Hals, weil sie zieht ihn ein. Passen Sie auf. Hopp, haben Sie es gesehen? Das kann man natürlich nur machen, wenn man einen Hals hat. Wenn man den Hals nicht hat, kann man das nicht machen. Das ist also der Beweis, sie hat den Hals. Und der zweite Beweis bei dem Bild, den ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass für Millionen und Abermillionen von Franken Unterführungen gebaut werden, die zwar breit sind, dass eine ganze Kavallerietruppe durchreiten können, aber zu wenig hoch. Das wird mit euren Steuergeldern gemacht und das finde ich doch ein dicker Hund. Herr Hess, Sie sind dran. Herr Hess, gehen Sie laut. Sie haben etwas wegen dem Herrn Rubli gehabt. Herr Hess sagt nichts, ist verstockt. Gut. So, bleiben wir halt da nochmal beim Herrn Rubli mit Bild. Wie ist eigentlich mit der Farbe? Die Farbe ist wieder da. He? Gut, also passen Sie auf. Eine weitere Fortsetzung aus dem Film Rubli. Und Co. Das wäre. Also, er hört ja nicht auf Probe. Er hat jetzt gesagt, ich muss moderner daherkommen und zieht die gewagte Kombination an. Gewagt! Und sehen Sie jetzt, wie ich da die Grafik sauber angebracht habe? Die Verbindung vom Hintergrund zum Vordergrund finde ich grossartig. Aber das ist ein Detail. Schauen Sie. Ein paar sonnige Abschnitte gab es zwar, vor allem gegen Abend, sonst aber dominierten vor allem die Wolken und. Sonst dominierten aber vor allem die Wolken. Aha! Schlüssel. Der Schlüssel hat ihn gestört. Logisch, Schlüssel muss weg, dann kann man besser reden. Er tut ihn weg. Das dritte Bild bestätigt das. Das ist eigentlich die Schweizer Antwort auf der Muppet Show, die wir hier haben. Meine Damen und Herren. Das macht er also erst, seit er den letzten Bruce Willis-Film gesehen hat. So, sehen Sie. Meine Damen und Herren, guten Abend. Oh, haben Sie das gesehen? Das ist natürlich, er ist zwar nicht gefreiter, aber er hat in seiner Grundausbildung als Panzergrenadier eins gelernt, dass Vorgesetzte und Verantwortungsträger zwischendurch so machen. Haben Sie das gesehen? Ich tue es Ihnen gerne nochmal im Detail. Das macht übrigens auch der Schellenberg, immer der Fernsehdirektor. Und der Herr Lüthen hat gerade auch schon angefangen damit. Sogar die Ventil Showband macht das ab und zu. Sehen Sie? Schauen Sie mal. Super. Also, jetzt schauen wir das nochmal im Detail anschauen, wie er das macht. Meine Damen und Herren, guten Abend. Nein, das ist ja wahnsinnig. Probieren Sie doch mal, wenn Sie zu Ihrer Frau ins Bett gehen am Abend, gehen Sie mal mit diesen Worten. Vielleicht sagen Sie nicht meine Damen und Herren, sagen Sie meine Dame. Guten Abend. Und das werden. Moment, muss ich mal zurückgehen. Jetzt, Achtung.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hey! Das find ich finde es Wahnsinn. Und schauen Sie auf die Hände an. Das ist grossartig. Meine Damen und Herren, guten Abend. Hey! Und das werden Sie wohl morgen wohl kaum. Und das werden Sie morgen vielleicht schon gar nicht mehr glauben. Herr Karl Lützi. Karl Lützi, Sie hätten dann noch etwas sagen wegen Sport. Haben Sie nichts sagen? Dann haben wir Thomas Niet. Hallo, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich grüße dich, Frank. Ich kann es einfach nicht begreifen, warum du immer über meine Garderobe lästern musst.